Hey, guten Morgen. Wie geht's euch? Da auch so scheiße geschlafen? Oh Mann. Ich hab voll gefroren. Ich brauche echt einen wärmeren Schlafsack. Mein Name ist Marie. Ich habe vor ein paar Wochen die Schule abgeschlossen. Und anstatt eine Ausbildung anzufangen, habe ich mein Fahrrad genommen und wir fahren jetzt quer in den Westen. Bin in Deutschland gestartet und mein Ziel ist Spanien. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mittlerweile bin ich schon in Spanien angekommen, aber in den 3 Wochen, die ich durch Frankreich geradelt bin, sind doch mehr verrückte Sachen passiert, als ich am Anfang erwartet hätte. Ich habe jetzt dieses Boot hier gefunden, auf dem ich wahrscheinlich schlafen werde. Um Geld zu sparen, habe ich auf dem Weg meistens direkt am Wegesrand geschlafen oder am Waldrand, aber manchmal auch auf Kuhweiden. Auch wenn ich von Anfang an keine Fahrradpumpe dabei hatte, war ich doch ziemlich gut ausgerüstet. Ich hatte ein Zelt, einen Schlafsack, Isomatte und alles, was man zum Überleben braucht. Sogar eine Regenjacke hatte ich dabei. Aber nach 2 Wochen Frankreich wurde mir dann mein Fahrrad mit Fahrradtasche und all meinen Sachen geklaut. Ich habe nichts mehr außer die Flasche, die ich mir gerade gekauft habe. Weshalb ich dann dem Geld, was ich noch übrig hatte, alles neu kaufen musste. Und jetzt bin ich nur noch ausgestattet mit einem Rucksack und ein altes Fahrrad, was mir dann zum Glück jemand geschenkt hatte. Here we go! Kurzer Ausrüstungscheck, was ich alles dabei habe. Fahrrad, Helm, Miniboard, Schlafsack, Isomatte, Pulli, lange Hose, Unterwäsche, Handtuch, Badezimmer, Powerbank, Handy und Taschenmesser, 2 Tomaten. Und natürlich, ohne die wäre es gar nicht möglich gewesen, die Tour zu machen, meine Flipflops. Ich bin jetzt noch mal knapp 30 Kilometer gefahren und jetzt kaufe ich mir eine Flasche Wasser, weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal im Gebirge Wasser finden werde. Der Fluss da unten fließt mir entgegen, das heißt, es geht tendenziell nach oben und ich muss trampeln. Wie süß ist das denn? Hier sind einfach Schafe oder Ziegen oder... Hallo! Oh nein, nicht wegrennen! Leute, was macht ihr hier? Okay, ich glaube, die sind wild. Ist das Steinböcke oder was? Leute, ihr seid verrückt. Ich fahre lieber die Straße weiter. Hier hat jetzt der kleine Weg runtergeführt und dann habe ich mich einfach da auf den Boden gelegt. Regnen soll es heute anscheinend nicht, aber der Himmel ist trotzdem bewölkt. Ich hoffe, es bleibt einfach so und es wird nicht zu windig oder zu kalt. Nacht war echt angenehm, es hat zum Glück nicht geregnet. Und jetzt mache ich mir ein bisschen Frühstück. Ich habe noch ein paar Brötchen und dann geht's weiter. Es sind noch mindestens 15 Kilometer, bis ich überhaupt mal meine Flaschen wieder auffüllen kann. Ich habe noch einen halben Liter Wasser und es sind 12 Kilometer leicht bergauf bis zum nächsten Dorf. Also ich habe mir jetzt so eine 2,5 Liter Flasche gekauft und versuche jetzt mit Hilfe von dem Plastik hier an meinem Fahrradrahmen festzumachen. Ich habe jetzt die Flasche hier an den Rahmen rangehängt und ich bin mal gespannt, wie sich das beim Fahren äußert. Ich hoffe, das schwankt nicht zu sehr hin und her, aber auf jeden Fall spare ich mir damit jetzt 2,5 Kilo im Rucksack. Ich habe mir jetzt für heute ein neues Ziel gesetzt. Es sind ungefähr 75 Kilometer, aber anscheinend auch 1000 Höhenmeter, also ich werde wahrscheinlich nicht ankommen, aber ich versuche es einfach mal. Aber ich glaube, die Flasche wird nicht mehr lange halten, die fliegt bald ab, da muss ich den Rucksack packen. Jetzt geht's weiter, hier den Berg hoch und mal schauen, wie weit wir heute kommen. War es dann mit der Flasche? Die ist gerade bei der Bergabfahrt abgefallen. Hier ist die Wasserspur. Die ist zum Glück nur halb leer geworden und da hinten liegt der Deckel. Ich muss jetzt wahrscheinlich in meinen Rucksack packen und wir haben so viel Wasser verloren. Das hier ist einfach eine 30 Meter lange Bremsspur mit Wasser, weil die Flasche ist hier so den ganzen Weg lang geschlittert bis da hinten hin. Und dann habe ich sie schnell genommen und den Deckel also wieder hochgekippt, damit nicht noch mehr Wasser rausläuft. Ich habe jetzt gerade in dem kleinen Park hier eine Mittagspause gemacht und meine 2 letzten Brötchen gegessen. Jetzt mache ich wahrscheinlich noch eine Stunde ein Mittagsschläfchen, weil die Sonne ist gerade ganz oben, 15 Uhr und es ist jetzt sowieso zu heiß zum Weiterfahren.
Also die sind mir ziemlich unsympathisch, die Hunde, deswegen suche ich mir jetzt doch einen anderen Schlafplatz. Was machst du denn hier? Du bist ja ein Feini. Ja, du bist ja ein Feini. Musst du hier warten? Auf was wartest du denn? Also ich wollte eigentlich mit Zug nach Barcelona fahren. Und dann bin ich in Barcelona eingeschlafen und dachte dann, ja, dann kann ich auch gleich sitzen bleiben, weil ich weiß nicht, wo der Zug hinfährt. Und jetzt hat er mich ja angehalten. Und das Licht ist ausgegangen, alles ist aufgeschrieben, aber ich hab's wieder gefunden. Es kam irgendeine Durchsage. Auf jeden Fall fährt er jetzt irgendwo hin. Ich hab keine Ahnung, ich bin hier ganz alleine. Scheiße! Junge, wo? Warum ist das Licht ausgegangen? Warum sind alle ausgestiegen? Warum fährt er jetzt weiter? Also der Zug ist jetzt irgendwo in der Pampa angehalten und hier kann man nicht aussteigen. Ich hoffe, der fährt gleich weiter. Der Zugfahrer kam gerade vorbei, ist hier einmal durch den Gang gelaufen und meinte, er fährt jetzt wieder zurück zu der anderen Station und er hat sich entschuldigt, dass er die Durchsage nicht auf Englisch gemacht hat. Meine Stimmung ist wieder besser, weil ich konnte mich im Zug ausschlafen und ich habe mein Wasser aufgefüllt, ich habe mir Essen gekauft und es geht bergab. Hier jetzt lang, da ist die Autobahn und zum Glück muss ich nicht da hinten den Berg hochfahren. Ich habe mein Fahrrad jetzt an dem Hochspannungsmast angeschlossen und jetzt gehe ich da hoch und suche mir mal ein schönes Plätzchen zum Schlafen. Hier sieht es echt nicht so gut aus, alles mega steil und steinig und ich brauche halt irgendeine kleine Fläche, wo ich meine Isomatte hinlegen kann. Höchstens ganz da oben auf dem Berg, weil gewittern soll es heute Nacht ja nicht. Aber so direkt am Gipfel würde ich trotzdem ungern schlafen. So gemütlich ist es wegen dem steinigen Boden nicht, aber der Ausblick ist einfach so geil. Man sieht hinter den Bäumen da hinten das Meer. Und jetzt gibt's Abendessen. Die Sonne geht auf. Und ich habe richtig kacke geschlafen. Was aber an dem Steinboden hier liegt, weil das ist so wellig und dann kann ich mich nicht gerade hinlegen. Ich lade jetzt noch ein bisschen mein Handy und dann fahre ich hinter ans Meer. Einfach so ein Igloo aus Steinen. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich auch hier drinnen schlafen können. Sieht schon geil aus. Wasser und Frühstück ist wieder aufgefüllt und jetzt gibt's Essen. Und ich frühstücke gerade.